kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, genau da. Haben wir unseren Dietrich noch? Natürlich nicht, verdammt. Können wir das die muss Katze... nicht umgefüllt werden. Können wir die Katze aufpimpen? Trinkt ihren Kaffee schwarz. Okay. Narkotisieren? Hey, aufhören! Okay, die will nicht. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Das ist sehr schön, aber mit Narkotikum und Kaffee Katzen zuzudröhnen ist auch nicht die feine Englische. Natürlich haben wir nicht mehr unseren Dietrich, der müsste ja hier nur irgendwo rumliegen. Und irgendwas müssen wir mit dem Zellengitter machen. Können wir das wegbrennen? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Wenn ich das... Du sollst es ja auch nicht zuschweißen, du sollst es aufmachen. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Hm. Was können wir noch machen? Wir kommen nicht raus. Wir haben den Baum, wir haben ein Zellengitter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Das hat man schon mal. Da, als ihr geblieben. Hey, Gizmo? Hallo! Was ist? Lass uns raus! Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Ach, was denn für Beweise? Vor allen Dingen ist das Zeug bei, was wir gar nicht gefunden haben, oder? Dieses komische Maskending da, kann ich mich nicht dran erinnern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich habe mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister... Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Hi-ja! Ein freundschaftlicher Handkantenschlag. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ja. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Tja, da hat er recht. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ha, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Da hat er auch recht. Ist ein dufter Typ, der Rufus. So, wir müssen mal auf Klo. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Hunger? Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Plörre und Kaktusbrot, das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ich würde sagen, hier brennt's. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall! Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant! Na, du mich auch mal. Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. So, wir haben alles Mach durchprobiert. Nichts. Dann stör auch. Müssen wir wirklich Feuer legen? Wenn ich das zusch. Ja, du sollst es nicht zuschweißen, du sollst ein Feuer legen. Da ist nichts mehr zu holen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht mehr. Wir müssen irgendwie ein Feuer legen, würde ich sagen. Niemals. Mein Inventar und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Was können wir machen?
Können wir den Baum anzünden? Das ist es. Ich zünde den Baum einfach an. Gizmo geht in den Brandschutzmodus und ich kann über die Rutschstange entkommen. Wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte. Ja, gut. Klang nach einem Plan. Problem ist halt nur, wie er sagt, wie kommen wir da ran? Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich, wo soll ich sonst meine Herren... Was können wir machen? Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ein Zellengitter? Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Okay, das möchte er also nicht tun. Nicht kleckern, sondern... Ja. Ich können wir die Katze da durchschmeißen? Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Ach, warum denn nicht, Rufus? Das ist auch so schon langweilig genug. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Ein Geben und Nehmen, ja. Meistens ein Nehmen für mich und ein Geben für die anderen. Mist, was können wir machen? Hier gibt es kein Wasser. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht sie nur... Was können wir noch machen? Können wir nochmal mit ihm reden? Hey! Hallo! Was ist? Lassen Sie mich raus! Nee, neue Optionen gibt's nicht. Mach nicht. Kein Gitter der... Da! Es hat sich bewegt, als ihr geblinzt. Ich brauch mal einen Tipp, liebes Spiel. Haben wir einen Tipp? A Goal aus Wenzels Klauen retten und erstmal ausbrechen. Aber, wie gesagt, es gibt hier wieder keine Tipps. Wahrscheinlich erst wieder, wenn wir da sind. Ach, Mann. So, wie kommen wir hier raus? Wir müssen irgendwas werfen, was man... Was ist es? Ja, dann mach doch einfach. Nein, wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Nein, wie ich Gizmo... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Gizmo hat meine viel... Und dabei geht's. Okay, wir verfallen in wahlloses Testen, alles mit allem. Aber wir haben auch keine Wahl, was anderes zu machen. Ich kann das Ding nicht... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Na dann halt nicht. Können wir da den Trichter drauf werfen? Nein, wie ich Gizmo... Nicht kleckern, dich persönlich... Wir haben doch alles schon probiert. Wow, alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Ich kann es kaum erwarten, diesen Espresso an Goal auszuprobieren. Die hat den doch schon ausprobiert. Nein, wie ich Gizmo... Ich kann das Ding nicht... Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht... Jetzt gehen mir wirklich langsam die Ideen aus. Hey, aufhören! Gut, Kätzchen Gold will nicht... Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Gold trinkt ihren Kaffee... Das funktioniert auch nicht. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünsche! Das will Kätzchen auch nicht. Das muss nicht umgefüllt werden. Umfüllen können wir nichts. So, ich glaube, wir haben jetzt alles mit allen probiert. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, Spiel. Ach, Katze auf den Baum geht. Hm. Ah, was klar. Was ist das für ein Geräusch? Katze das auf den Baum. Doch Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Was? Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Alter, ist das doof. Aber wir haben es hinbekommen. Wir sind ausgebrochen. So, und jetzt retten wir Goal aus Wenzels Klauen. Was ist denn hier los? Leute vor dem Rathaus. Und unser Papagei ist weg. So, einmal zu Wenzel. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein.
Du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Benzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In was? Den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Was läuft hier? Warum? Wie? Nee, ohne Worte, oder? Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Naja, wir haben ihr das Wasser abgestellt, ja. Aber schön die Kippe im Maul. Ach, Mädel. Meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Ach komm, hässlich ist das Mädel jetzt nicht, Rufus. Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Du hast ja, Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Ach, Wenzel, du alte Nuss. Gut, wir holen mal Goal aus dem Keller. Er hat ihn nicht in den Schrank gesperrt. Hallöchen. Goal. Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Ja, das sind jetzt Freunde, ey. Verdammt, was können wir machen? Wir haben eine Kellertür. Ich muss sie verbarrikadieren. Ja, mit was? Mit was? Mit der Wünschelrute. Begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Usta, es geht ums Prinzip.